Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 3. Im letzten Part sind wir in San Francisco angekommen und die haben die Big Hero 6 kennengelernt. Hero, Baymax und alle anderen, die halt auch so wichtig sind. Und Fred. Fred ist live. Ich mag ihn. Ja, ja, ist gut. Ich will einen Spruch hören, den ich offscreen gesehen habe. Genau, er hat mich Sensei genannt. Sora ist ein Sensei. Jetzt weiß es die ganze Welt. So, aber ich würde sagen, starten wir unser Training, unser Shugyo, wie Fred es genannt hat. Und legen wir los. Ja, ich bin bereit. Raus aus der Garage, rein in die AR-Workouts, Augmented Reality. Ich finde das richtig cool, dass sie das so hier noch eingebaut haben. Aber es passt halt wirklich zu jemandem wie Hero, der halt sehr programmiertechnisch begabt ist und generell erfinderisch ist. Das passt, ich find's cool. Und es ist auch mal eine nette Möglichkeit, Minigames so einzubauen. Ich finde das verdammt cool. Ich bin mal gespannt, wie es aufgebaut ist und oh, wow, sieht das genial aus. Ist so toll. Und fliegen wir da gerade auf Baymax? Wir fliegen gerade auf Baymax. Wie cool ist das denn? Er macht Thunfisch-Sushi. Lecker. Sieht so cool aus. Huh? Oh. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Also wir müssen alle durch die Ringe laufen. Datenringe rennen. Hero hat virtuelle Ringe und Gegner in der ganzen Stadt verteilt, die du mit dem AR-Gerät sehen kannst. Passiere die Ringe und besiege die Gegner, um wertvolle Daten für die Big Hero 6 zu sammeln. Folge den lilafarbenen Zeigern und erreiche den Stern, um den Kurs abzuschließen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein verdammt cooles Minigame. Ja, Hero, ich hab's mitgekriegt. Sehr cool. Wow, nein. Ja, toll, aber wenn du virtuelle Dinger gemacht hast, dann kann ich ja immer noch runterfallen. Auch wenn es virtuell ist. So. Sehr cool. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und ich bin zu blöd zum Fallen. Das wird eklig. So. Das gab echt wenig Punkte. Und oh, Kirschblüten! Ah, Kirschblüten! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich mag auch den Indikator. Okay, wir müssen jetzt hier Flow Motion anwenden, nehme ich mal an. Alter? Sora! Machst du wohl. Oh, wir können die Kirschblütenbäume zum Angreifen benutzen. Also jetzt kann ich aufspringen. Ja, toll. Ah, wir müssen hier auch schießen. Okay, wir müssen also Gogo überholen. Und wow, nein! Wie soll ich das denn machen? Ach so, wechsle ich die das geht mir hier gerade zu schnell. Egal. Wir haben ja 10.000. Ui. Sehr schön. Hier rüber. Jetzt komme ich auch so langsam klar. Ui. Nein. Lass mich da zur Seite. Dankeschön. Das gibt nämlich Sonderpunkte. Und ich nehme mal an, vielleicht auch Kisten. Obwohl, im Minigame selbst wird es keine Kisten geben, oder? So, machen wir das mal. Wow. Jawohl. Nein, Fred, können wir nicht. Yeah! Wir sitzen auf dem Ballon. Wow! Ist das jetzt virtuell oder real? Oh mein Gott. Wir müssen mit einem riesigen Darumaka durch die Stadt rennen. Und Gegner platt machen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich bin hier so am Hypen. Das nenne ich doch mal ein echt geniales Training. So, ja, hier hin. Dahin.
Okay, wir sind jetzt hier im Nordbezirk und wir müssen die Gebäudeseite hoch, okay. Ja, ich weiß, du bist schneller als ich. So. Ich glaube, Sora kennt sich mit Chemie nicht so wirklich aus. Ich meine, er war jetzt auch jahrelang nicht in der Schule. Immer nur unterwegs. Ich bin ja schon froh, dass Sora lesen kann und technikaffin ist er ja auch nicht unbedingt. Vielleicht wird das ja mal. Glaube ich aber weniger. Wow. So. Hoch mit dir. Okay, ich folge den Cursern. Moment, wie? Hä? Achso, ich muss da hoch. Oh, super. Ich hab's verkackt. Ich verkacke gerade richtig, oder? Ja, ich verkacke gerade richtig. So, hier ist der Mittelbezirk und... Ja, also, ich kann den Windschritt zwar benutzen, aber ich bin zu doof. So, hier hoch. Das habe ich schon gesehen. Ich bin in der Nähe vom Ziel, das ist doch schön. Ich meine, ich habe auch 32.000 Punkte. Ob ich jetzt bestanden habe, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Jawohl! Sehr schön. Nein! Nicht runterfallen, Sora! Nicht runterfallen! Nein! Alter, Sora! Bist du doof? Ein Glück können wir hier hochklettern. Und zum Glück gibt es keinen Fallschaden in Kingdom Hearts. Wenn es den gäbe, dann... Ja. Genickbruch. 30.000 Mal. Ich hab mir gerade... Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell, aber es ist so cool. Also das werde ich wahrscheinlich öfter offscreen spielen. Einfach nur, damit ich die Mobilität besser übe. Das ist gut zum Einspielen vor Parts. Ja, sowas mache ich vor Parts. Wenn ich mal länger nicht aufgenommen habe, zum Beispiel. Wow! Haha, Sora ist schneller. Wow. Interesting. Gravity. Not binding. Ja, Sora kann den Gesetzen der Physik trotzen. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Ja. Jetzt kriegen sie alle gute Einfälle wegen Sora. Oh ja, der Wechsel sieht so genial aus, auch wenn das gerade nicht das Schlüsselschwert ist, was ich... Hm? Ja, klar. So, springe erstmal noch ein bisschen in die Höhe. Whoa. A freeze attack. Jo. Alle lernen sowas von Sora. Diametrically opposed. Or so we thought. Ja, Sora ist K.O. Kann ich auch nachvollziehen. Nice. Alter, die verschiedenfarbenen Texte. Wie sie alle durcheinander reden, das erinnert mich an Gruppencalls in Discord. Und wir haben den Ohana-Herzbinder bekommen. Oh, cool. Stitch kann kommen. Yes! Koop Plasmagewitter. Neige den linken Stick und verwende deinen Plasmasturz, um Linien auf den Boden zu ziehen, um so Gefahrenzonen rund um die Gegner zu erschaffen. Das erinnert mich ein bisschen an den Effekt, den man in Lasseter the Cloche in Dream Drop Distance hatte. Drücke
Kreis, um zu springen und so auch Linien in der Luft zu ziehen. Drücke Dreieck, wenn du soweit bist, um allen Gegnern innerhalb dieser Gefahren zu uns Schaden zuzufügen, ja? Das ist definitiv wie in Last of the Clash in Dream Drop Distance. Ich find's cool, dass sie das bei Stitch eingebaut haben. Ich glaube, den verwende ich vielleicht öfter. Jetzt kommen die Updates. Jawoll. Yeah. Oh, Goofy hilft bei Honey Lemon mit. Ja, und Wasabi erklärt, wie er das bei seinen Händen haben möchte. Und was bei Fred geändert werden muss. Ah, und Baymax kriegt Update-Daten von Soras Kampfbewegung. Das ist auch nicht schlecht. Wow. That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Was ist denn jetzt? Moments ago, the city's south district was attacked by numerous unidentified creatures. Ach du Schande. Witnesses describe losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. Oh nein, die greifen die Menschen an. Urging citizens to stay at home. Ja, definitiv, bleibt zu Hause. Only minutes ago, the south district was attacked by. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, mal ausrücken, Leute. Ja. So. Achso, wir müssen immer mit Hiro reden, wenn wir raus wollen. Wann können wir denn mal die Stadt von alleine erkunden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, auf geht's. Herzlose hauen. Jetzt geht's los. Jetzt wird's witzig. Ich bin mal sehr gespannt, was uns hier auch noch für weitere Herzlose erwarten. Ob wir wieder so eine Bosse sehen. Ach, und zwischen dem letzten Part und diesem habe ich das Schicksalsruder ausgerüstet. Das heißt, das können wir jetzt auch zeitnah benutzen. Und nein, die Menschen rennen weg. Ja, rennt bloß nach Hause. Ihr solltet sowieso nicht draußen sein, wegen gewisser Zeiten. Aber das gilt ja wohl nicht für San Francisco. Und oh, was ist denn das da oben? Okay. Ich konnte nicht sehen, was es ist, aber... Ja. Gut, testen wir mal das Schicksalsruder. Alter, die Coins, die da von der Seite fliegen, sehen cool aus. Und oh, Kiste! Ich hol gleich die Kiste. Gleich hol ich die Kiste. So, testen wir es mal. Lufthoheit. Das sieht interessant aus. Ein Speer! Oh mein Gott! Das hat er sich doch von Salden abgeguckt. Und das heißt, es ist verdammt OP. Nice! Yeah, die Karte! Das heißt, ab jetzt können wir wahrscheinlich richtig in die Stadt. Was Cooles. So, mal sehen. Ja, können wir gerne machen. Wir können gerne dem AR-Gerät folgen, aber ich möchte mal ein bisschen höher. Und da gucken, was uns hier erwartet. Und Herzlose klatschen! Was? So, komm her, du! Oh, es sieht so cool aus mit den ganzen Hochhäusern. Und das da sieht ein bisschen aus wie, was? Die Welt der Weintrauben. Und wieso steht das da in der Smash Bros. Ja, ist ja gut, Hiro. Ganz ruhig. Wieso? Hier sind doch gar keine Gegner, oder? Sind hier Gegner? Ich sehe keine... Oh, da! Ja, ich sehe die natürlich nicht in der ganzen Technik. Die können sich gut tarnen, die Herzlosen. Ja. So. Hier haben wir noch so ein großes M. Also ich hoffe echt mal, dass wir öfter mal sowas wie San Francisco sehen. Obwohl mir nicht viele Disney-Filme einfallen würden, die sowas haben. So ein Hochhaus-Setting.
Wobei, Oliver und Co. würde mir in den Sinn kommen wegen New York. Das ist jetzt aber nur Spekulation für zukünftige Welten in irgendwann Kingdom Hearts. Na gut, gehen wir mal zum Indikator. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Ich will da hoch. Okay, wir gehen mal woanders hin und versuchen es mal anders. Kann ich da oben? Moment mal, was? Oh, das sieht voll cool aus. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Und erledige mal schnell die Herzlosen. Also ich mag das neue Schlüsselschwert, das ist cool. Aber definitiv, einige der Moves hat sich Sora von Saldin abgeguckt. Beziehungsweise Dylan. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. So, einmal Windschritt. Wie komme ich denn jetzt ganz hoch? Das ist jetzt hier die Frage. Gibt es hier irgendwo Dinger? Nee, nicht wirklich. Kann ich hier hochklettern? Ja, sehr gut. Ja klar. Warum mache ich denn nicht das? Das ist schlau. Jetzt bin ich oben. Sehr gut. Dann hierhin. Hier ist der Indikator und... Wow. Roboterherzlose. Und zwar riesengroße. Die erinnern mich an diese Olymp-Soldaten. Sind wahrscheinlich eine Variante davon. Angepasst an diese Welt. So, einmal Goofy-Bomber, danach mache ich Vaska und danach mache ich Lufthoheit. Wird eine gute Kombi. Das müsste, glaube ich, ein Menüeffekt sein. Bin mir aber nicht sicher. So. Wow. Komm her, du. Ach ja, ich habe auch die Skills ein bisschen umgestellt. Und Donalds Ausrüstung, weil er hat zu wenig FP. Der braucht dringend ein paar FP plus. So, jetzt mache ich mal Sturmflagge. Das ist also die zweite Verwandlung. Oh, das sieht so cool aus. Oh mein Gott, ich liebe dieses Schlüsselschwert. Es ist so OP. Und ich habe es nicht mal richtig geupgradet. Ich glaube, ich habe es jetzt auf Stufe 6 oder so. Erst. So, ich mache mal die Finalattacke. Oh mein Gott, der Kraken. Wow. Und oh, Goofy hat Schadenskontrolle gelernt. Cool. Dann kann er vielleicht ein bisschen länger halten. Piece of cake. Ja. Ach ja, und Donald hat die Infantinenwache. Hä? Was Großes? Okay. Oh nein! Ein Tyranno! Ach du Scheiße! Ich hab Dream Drop Justins Flashbacks! Nein! Nicht das Ding mit der Kutsche! Na gut, legen wir los. Baymax hilft auch noch mit. Sehr gut. Und oh, die ganzen Kirschbäume. So süß. So toll. Ah, ich liebe es. Es sieht so toll aus. Ich mach mal kurz das Magiekarussell. Und was? Das Ding ist riesig. Halt es auf oder es vernichtet die Stadt. Ja, ich merke schon. Wir machen schnell das Finale. Gleich den Goofy-Bomber. Uiuiuiui. Hiernach heilen wir aber direkt. Genau, wie sieht denn da von der Multifokus aus? Würde mich mal interessieren. Oh! Alter! Heilige Scheiße! Oh, er kann Feuer- und Blitzattacken wohl einsetzen, soweit ich das gesehen habe, weil ich habe Punkten gesehen. Und er hat auch momentan eine Rüstung. Ein Glück war Donald zur Stelle mit seinem Raketentanz. So, einmal Lufthoheit. Wow. Komm her, du. Sehr gut. Ich mag auch diesen Banner für Lufthoheit. Der sieht cool aus. So. Und jetzt kommt die Sturmflagge. Let's go. Und gleich zum Finale. Was? Das Ding ist auf dem Hochhaus geflüchtet? Bist du jetzt King Kong oder was? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er?
Wir müssen da irgendwie hoch. Da. So, wir müssen gleich angreifen. Ich erlege die Viecher mal. Eieieiei, kann ich mich mal heilen, bitte? Danke. So, 200 Meter von hier. Einmal hier hoch. Nicht wirklich. Obwohl, doch, warum nicht? Mach, ich habe ja gerade selber keine Magie. Das heißt, ich kann nicht wirklich was, solche Dinge angreifen. Und Blitzgar wird mir hier auch nicht helfen, weil das sind Blitzviecher. So, gut. Legen wir los. Oh, das sah so cool aus gerade. So, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Sehr gut. Da sind wir. Und einmal Baska. Sehr gut. Und gleich Lufthoheit hinterher. Nee, Blitz wird hier nichts bringen. Ach. Was? Baymax meint, ich bin stresst? Ich hab Stress? Ja, ich hab definitiv Stress. Ich meine, wir haben hier so einen fetten, wolkenspuckenden Dino. Und, oh, wir haben Vollgar gelernt. Cool. Und der Dino ist erledigt. Boom. So muss das. So muss das. Absolut. So, er hat nochmal die Anzeige aktualisiert. Sehr gut. Ah. Er synkt sich mit den anderen. Das finde ich cool. Oh, das wird jetzt wehtun. Nice. Schön außer Distanz angegriffen. Sehr geil. Ach ja, und Wasabi kann ja jetzt schießen. I've got an idea. Hey! I can't aim if I can't see. Ah, sie macht eine Kombibombe. Beziehungsweise sie hat das... Ja klar, durch die chemische Reaktion ist es fest geworden und jetzt kann er angreifen. Oh, schöne, nette Explosion. Nice. Jetzt zündet er sie an, aber wo ist der Wasserdampf? Ja. Sehr geil gemacht. Und Baymax kann jetzt auch nette Projektile feuern. Das sieht so cool aus. Ich glaube, die Szene war in dem Trailer. So in der Art. What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement. Hero taught it to me. Oh, ja, stimmt. So, like this? Sora kein Fistbump. Sora kein Fistbump. Ja, Sora versteht's nicht. Aber es ist ein netter Insider für die Leute, die den Film kennen. Another one. Ja, noch einer. We're here. Oh. Yeah, wir kriegen Hilfe. Sehr viel Hilfe. Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You took on the wrong competition. And the wrong captain of the guard. Prepare to face Keyblade Hero 3. Ja, genau, Sora. And the crime-fighting team of Big Hero 6. Oh. Together, we're unstoppable. Yes! Jetzt geht's los. Jawohl. So eine richtig schöne Konfrontation, wie man sie aus Superheldengeschichten kennt und oh, wir sitzen jetzt auf der Brücke, oder? Das erinnert mich an was und oh, Schokoeis. Your magic is amazing. Do you think I could study it sometime? Why not? Oh. You just made Donald's day. Donald freut sich. Und wo sind die anderen?
Oh. Ganz oben. My brother wanted to help people. Oh, er redet über Tadashi. Well, we try to do the same. Your brother? Yeah, Tadashi. Oh, und die Musik im Hintergrund. There was a fire and now he's gone. Alter, ich kriege gerade die Feels, aber but so richtig. He always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. Gott, ich krieg gleich Pipi in den Augen. Sorry. He's still here. In Baymax. In all of us. Mm-hmm. Tadashi, he lives on in your hearts. Yeah. Huh? Yeah. Right. Definitiv. He will always be a part of us. In some way. Yeah. Das gilt auch für wen and anders. When you're not strong enough, he'll make up the difference. Yeah. Wie ein gewisser anderer jemand. Oh Gott, die Fields! Hi, Roxas! Gott, das ist... Sora, you okay? Er hat eine Erinnerung gesehen. Fine. Er hat es gespürt. I'm with you. No, wie süß. Das war gerade Fields Overload. Schnüff. Die Szene war toll. Ich mag sie. Oh, es ist Nacht. Hä? Hä? Moment mal, was? Ach, nicht schon wieder. Ja, definitiv. Hä? Ein Herz und... Wait, guys, that one's not like the others. Ja, sie haben ihn nicht gehört. Can't be. Microbots? Microbots? You know what they are? Ja. Well, they're different from Heartless. Definitiv, sie haben sich anders verhalten. Microbots are designed to do whatever you think via a neurotransmitter that communicates what you're... Ja, das ist ja der Plot von deinem Film gewesen. They're das kind of a mini-bot I invented. Ja. Some bad stuff happened and I thought that meant they were totally gone. Mhm. But those enemies are way too similar. Definitiv. Which means someone's controlling them. The question is who? Could it be... Wer könnte es sein? I'm gonna go back to the garage and look into it some more. Definitiv, das solltest du tun, Hiro. Sure. Also, wir folgen den anderen fünf. Oder vier in dem Fall, weil... Obwohl, kommt Baymax mit uns mit? Baymax? Das ist jetzt die gute Frage. Stick with them. Ja, okay. Alright, Hiro. Sora, Donald, Goofy. I will be your personal healthcare companion. No. Thanks, Baymax. We're in good hands. Definitiv. Come on, let's move. Auf jeden Fall, aber wo, gibt es hier irgendwo, was, Microbots, was auch immer sie sind, schnell ihnen hinterher. Ich würde aber sagen, das würde ich ganz gerne im nächsten Part machen, weil ich bin ehrlich, ich muss mich auch mal einen kleinen Moment davon erholen, von dieser emotionalen Szene, weil das hat gerade ein bisschen sehr mit meinen Gefühlen gespielt. Die Musik, das Setting, der Flashback zu Roxas mit Heiner, Penz und Olette auf dem Ohrenturm. Na okay, das letzte war vielleicht nicht so ganz echt, in Anführungsstrichen. Ich hätte mir da zwei andere Charaktere gewünscht, oder wenigstens einen. Einen, weil der andere hat ja so ein gewisses Problem, was das Erinnern angeht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das war traurig. Ich habe so Pipi in den Augen fast bekommen, das ist gemein. Ich wette, ich werde noch sehr viel Pipi in die Augen kommen, wenn es Richtung Finale geht. Und ja, okay, ich werde jetzt erst einmal hier den Part beenden. Im nächsten Part verfolgen wir die
was auch immer sie sind. Bis dann, Leute. Bye, bye.